Welt, meine Damen und Herren, der Weltrekordhalter ist da. Ich sage nur ein Wort, Totilas. Der dreifache Weltmeister und Weltrekordhalter. Meine Damen und Herren, da brauchen wir jetzt wenig Worte. Auch mit seinem Fohlen trumpft er auf, wie kein anderer. Ewaldi Glendel, Akteur aus dem Ur-Oldenburger Stamm der Freiminka. Joben aus dem Wesermarsch, der so seine Lüfter mit einer Inga ja so schön benannte, ist ja auch diesen Samstag am 9. Da aus der dritten Nachbarschaft, da kommt der Stubenstamm hier. Oldenburg für die Welt hier, für den KBB-Text. Totilas, Matthias, Alexander, Rath. Bitteschön. Er kommt gleich wieder, keine Sorge. Ich muss nur mal ganz kurz was reguliert werden. Die Spannung soll auch steigen natürlich. Ann-Kathrin ist ein bisschen nervös hinter mir, die zittert oder so, aber kommt gleich, bleibt ruhig. Also schnell geregelt. Thank you.
Meine Damen und Herren, dann kann das passieren, wenn man nicht ganz so viel Zeit zur Vorbereitung hat. Sie erinnern sich, wir waren gerade eben mit knappen Bums her. Der Totilas mit 20 Minuten, da kommt ein bisschen wenig mit hin. Aber wenn Sie ein bisschen Geduld haben, Matthias, warbst du noch mal, lange Seite, Schulter herein, dass er sein Übereifer ein bisschen zügeln kann. Wir sind froh, dass er auf der anderen Seite diesen Eifer hat. Und, aber manchmal ist es dann, wenn man nicht Zeit genug hat, doch ein bisschen zu viel. So, Matthias, genau. Lobe nochmal. So. Nichtsdestotrotz, über die Qualität von dem Pferd braucht man sich, glaube ich, gar nicht unterhalten. Auch letztes Jahr von 15 Prüfungen 11 gewonnen. Und Matthias nochmal parieren, dass er die Hand wieder loslässt. So, und dann mal übergehen zur Passage. Machen lassen, wieder parieren, wieder parieren, so, noch mal etwas mehr parieren, so, lobbar. Unsere Dressurpferde sind hochkonzentriert, sie sind sensibel, so, jawohl, da kommen wir noch mal hin, so, und gehen weiter passagieren, so, noch mal die Diagonale gehen, noch mal loben. Übergang zur Passage. Keine Pferde. So, erstmal nur um die Diagonalpacken, Trabpassage. So, genau. So, Pferde kommen wir. Und dann wieder kurz rausfahren. So, Pferde, nochmal kürzer. Sie sehen, wie viel Bewegungspotenzial das Pferd spielt. Es ist manchmal für den Reiter nicht ganz einfach, diese Möglichkeit, die das Pferd hat, dann in einem gesunden Temperament zu haben. Matthias, nochmal ein Schulter herein. So, jawohl. So, jetzt lässt er langsam los. So. Dann nochmal Übergang zur Passage. So, genau. Dann wird wieder leicht. So, richtig. Nochmal das Parieren. Nicht zu viel vor. So, genau das. So, wieder durch. Trab, kurz Trab, die Diagonale gehen. Sehr schön. Lobe nochmal. Immer wieder an der Basis Anlehnung arbeiten. Nochmal wieder Übergang zur Passage. So, dann vorne. So, nochmal parieren. Ja, dass er nicht zu viel nach vorne geht. Sie sehen, er ist immer noch so ein bisschen dabei, sich das Tempo nach vorne zu suchen. So, loben, mal klopfen. So, jawohl. Diese Zeit, die hat uns einfach ein bisschen gefehlt beim Arbeiten. So, wieder Trab. Nochmal Schulter herein, lange Seite. Oh, ich habe einen dritten, vierten Hufschlag gehen, ja, nicht an den Rand gehen. So, jawohl. Sehr schön. Loben nochmal, nicht ganz so hoch anstellen. Sie sehen, das sind diese 10 Minuten, 20 Minuten, die wir draußen gebraucht hätten. So, wir wollen mal den Slogan nochmal. Nochmal in Diagonale gehen und dann nochmal Übergang zur Passage. So, jawohl. So, Logan, kurz in Passage. So, jawohl. Richtig, Logan nochmal, Logan. Oh, my God.
Jan noch und nächsten weiter Passagen, kurze Seite durch. Richtig, und dann an der kurzen Seite Übergang zur Piaffe. So, wohin wir wollen. Schön still sitzen. Und laufen. So, richtig. Jawohl. Diese Piaffe, die wollen wir haben. Dieses Abfußen. So, jawohl. Und wieder raus, Passagieren. Richtig. Und nochmal wieder Übergang zur Piaffe. Etwas mehr Barriere in der Hand. So, dass er den Zügel loslässt. Und wieder Passage und Hochheben. Und man drückt dann hin zum Schritt. Okay, diagonale Schritt. Oh, jawohl, genau. Gut so. Und Hochheben. Gut. Dann einmal im Rechtsgalopp, Übergang zum Galopp. Ich würde nochmal die Diagonale gehen.
und endgültig auf der Diagonale nochmal einen Übergang zur Passage. So, nicht zu schnell parieren. So, jawohl. Nochmal parieren, dass das nichts loslässt. So, etwas tiefer runternehmen. So, in der Hand geht die Hand reingehen, Übergang zur Werfe. So, dass er nicht dagegen stimmt im Hals. So, jawohl. Sehr schön. Und wieder weg. Und wieder geht's. So, wieder Passage. So, kurze Seite auch nochmal etwas stärker parieren, dass er nicht zu viel vorgeht. So, jawohl. Übergang zur Werfe. Schneller, höher, besser. Totilas!